400-Meter-Finale, weibliche U20. Miriam Kauer, Carolina Haas, Maya Schor, Lisan Helms, Tessa Schrumpf, Anna Hense, Justine Wehner und Lena Lege. Hier geht es um die Titel und die Tickets für die U20 WM-Norm. Anna Maria Hense auf der 6. Und ganz außen Lena Lege auf der 8. Anna Maria Hense, die Titelverteidigerin auf der Bahn 6, stark unterwegs. Aber auch Lena Lege, LAC Berlin, die ja bereits die U20 WM-Norm unterboten hat. Auf der Bahn 3 Maya Schor in Führung. Und dahinter wird gekämpft. Justine Wehner, Sportclub Magdeburg, holt sich Platz 2 vor Anna Maria Hense und Lena Lege. Die Zeit 53,68, deutsche Jahresbestleistung und natürlich auch wiederum WM-Norm. Bei 54,50 liegt die WM-Norm konkret.